werde ich draufschleichen. Ja, schimmer los. Ja, Mama, ich bin's. Kommst du heute? Ja, freilich, Bubi. Ist dir nicht recht? Doch. Aber vielleicht kommst du ein bisschen früher, weil bei mir ist ein wahnsinniger Verhau. Und der Mittag kommt die Mona zurück. Und bring mir ein Smoking mit, den brauche ich heute Abend. Den tue ich gerade bügeln, Bubi. Ja, und das Bett überzeugst frisch, servus. Ja, Moment, Bubi. Bist du denn dann da, wenn ich komme? Nein, Mama, bin ich nicht und jetzt pressiert's mir servus. Seh dich ja wieder nicht. Auf die, so ist kurze Fix. Ich bin so müde, Baby. Ach, das ist doch mir wurscht. Da werde ich dann aufgeräumt, steh auf. Unser Bubi. Wenn unser Bubi wohin fliegt, dann fliegt er nach New York oder nach Paris oder nach Hollywood oder einmal nach Rom oder nach London oder auf irgendeine karibische Insel. Da fliegt unser Bubi hin. Frau Schimmelus! Frau Schimmelus! Haben Sie das wieder gelesen? Was er da wieder schreibt über die Caroline? Nein, habe ich heute noch gar nicht gelesen. Prinzessin von Monaco im Bett nicht wählerisch. Ist Caroline eine Nymphomanin? Das behauptet jedenfalls der algerische Installateur Mohamed Ibrahim Safala. Bei Auskleidungsarbeiten des fürstlichen Badezimmers mit rosafarbenem Carrera-Marmor soll sich die junge Prinzessin vor dem gesamten algerischen Bautrupp anlässlich eines Probebades entkleidet und nackt zur Schau gestellt haben, worauf es nach Angaben von Safala zu einer Massenorgie kam. Schreibt mir sowas. Ja, entschuldigen schon, Frau Graf. Schreibt mir sowas, wenn man ein anständiger Mensch ist. Nicht nur, dass das alles hint und vorn erstunken und erlogen ist. Sowas tut die nicht, die Caroline. Und mit Algeria schon gleich gar nicht. Ja, kann man die nicht einmal in Ruhe lassen? Sie und ihren Vater, den armen Fürsten Rainer, der wo keine Freude mehr am Leben hat, seit sie tot ist, die Grazia Patrizia und nichts wie Sorgen mit seinen Kindern. Das soll er einmal schreiben. Ja, die riecht sie immer aus, Frau Graf. Keinen Respekt hat er vor der menschlichen Tragödie. Und nichts ist ihm heilig mit seiner schmutzigen Fantasie, seiner schmutzigen... Das können Sie dem Herrn Sohn jetzt einmal ausrichten von uns, die Leser. Thank you.
Hello, New York. This is Munich, West Germany. The office of Mr. Schimmelos. Mr. Schimmelos wants to speak to Mr. Rosenschitz, please. Oh, hello, hello, Mr. Rosenschitz. Jesus Christ, it's 5 o'clock in the Danny, fucking servus. Morning. Du, Danny, hier ist der Baby. Sei mir nicht böse, dass ich dich so früh aufwecke. Du, aber ich muss mit dir unbedingt noch mal den Terminplan für den Gary durchsprechen. Hat's nämlich was geändert? Geändert? Ankunft morgen früh 9.45 Uhr am Flughafen bleibt. Abholung durch mich und meinen Fotografen und Begrüßung am Flughafen bleibt auch. Ja, was hat sich dann geändert? Moment, jetzt. Fahrt in die Innenstadt. Nicht mit Mercedes-Limousine wie besprochen, sondern mit einer offenen Hochzeitskutsche mit 4 schönen Münchnerinnen im Dirndl und Fiaker. Ja, Moment mal, Baby. Wieso fahrt in die Innenstadt? Was ist mit Innsbruck und den Kramfadern? Augenblick, Danny. Dann ist Shopping, Weißwurstessen, Telefonaktion bis 14 Uhr. Und dann kommt's. Jetzt hör doch einmal auf. Fahrt und Besichtigung zu den bayerischen Königsschlössern. Und was ist mit Innsbruck, will ich wissen, goddammit. Na, Danny, das ist doch Innsbruck, verstehst? Wir sagen, der Gary besichtigt jetzt in aller Ruhe und allein die bayerischen Königsschlösser. In Wirklichkeit bringen wir ihn nach Innsbruck zu dem Spezialisten. Da hat er dann 3 Stunden Zeit und kann sich in aller Ruhe beim Professor Andros seine Kramfadern untersuchen lassen. Baby. Wenn das ein schmutziger Trick ist mit der Danny, das ist kein schmutziger Trick, das sagen wir nur so. Weil wir können ja schlecht sagen, dass der Gary bloß wegen seinen scheiß Kramfadern rüberkommt. Oder war das lieber? Nein, natürlich nicht, aber. Na, also dann bis morgen, ciao! Ich finde, da schaut sie gut aus, die Pfanne. Auf dem da, wo der Kante den Arm um sie legt. Das finde ich gar nicht gut. Da schaut sie irgendwie so komisch aus von der Seite. Wieso komisch? Ich meine, die Frau sieht tadellos aus für ihr Alter. Nein, ich meine da so. Da mein Bauch rum, so dicklich. Schaut aus, wie wenn sie schwanger war. Sag mal, ist die vielleicht schwanger, die Pfanne? Na, niemals, dann gibt der Kante ja doch nicht die Hauptrolle in der Riesenserie, wenn die schwanger ist. Ja, vielleicht weiß er es nicht. Ach, Baby. Da, schau doch. Schau. Da, wo der Oberbauch in den Unterbauch übergeht. Da hat doch die früher Taille gehabt, die Pfanne, oder nicht? Das ist eine Falte im Kleid. Es ist keine Falte im Kleid, das ist eine Auswölbung im Bauch. Sag das, die ist schwanger. Sieh ja schon die Augen. Der hat doch schon dieses typisch mütterliche Kuhauge, das Familienglück im Blick. Weißt du was? Wir fahren jetzt einfach raus ins Studio zu der Fanny und sagen, die Fotos von gestern, die sind leider nichts geworden, darum müssen wir heute neue machen. Dann machst du die Fotos und ich lang ihr inzwischen ein bisschen am Bauch. Morgen. Danke. Ja, jetzt. Moment einmal. Wer sind denn Sie? Und was machen Sie da herin? Machen Sie mir doch einmal schnell einen starken Kaffee. Was? Was mache ich? Sie jetzt. Jetzt einmal einen. Moment einmal. Da. Mama, das ist kein Fleischerl, das ist ein Topmodel aus Paris. Die ist wegen der Modewoche in München. Und weil sie kein Hotelzimmer gefunden hat, da habe ich ihr gesagt, sie kann bei mir schlafen. Na ja, dann schmeiß halt raus. Doch, das kann man, gib mir's. Was für ein Topmodel? Ach, Schmarrn, Topmodel, die Bea ist. Ich hab extra gesagt, dass ich abhauen soll. Hallo? Na Bea, ja, sag einmal, spinnst denn du? Was hab ich zu dir gesagt, bleib die Gans? Ja, mein Baby, ich bin heute noch mal eingeschlafen in der Früh, nachdem du weg bist, mein. Das ist mir wurscht, du haust dich sofort ab auf der Stelle.
Was haben Sie denn, um Gottes Willen? Hallo, Bea! Hallo, was ist denn? Fenster auf! Hallo, Bea! Fenster auf! Bea, hallo, was ist denn los? Hallo, Bea! Hallo, was ist denn? Bea! Bea, hallo, was du, ist Baby? Denn? Baby, ich glaube, deiner Putzfrau, der geht's nicht gut. Ich glaube, die kriegt einen Herzanfall. Das ist nicht meine Putzfrau, das ist meine Mutter, blöde Kuh. Gib mir's. Das geht nicht, Baby, die kriegt ja schon keine Luft mehr. Ah, die soll sofort ihre Tropfen nehmen. Tropfen? Ja, was für Tropfen? Ja, nimm mir Handtaschen, da ist ein braunes Flaschel drin. Da tust 20 Tropfen auf einen Löffel und gibst sie ihr. Baby, jetzt sagt sie, du sollst kommen, sonst stirbt sie, sagt sie. Ah, die stirbt nicht. Ja, ich komm gleich. Gib ihr die Tropfen. Grutze, fix. Was ist denn los, sag mal? Ach, das macht's mir schon zum dritten Mal, Herzanfall. Wer die Bär? Nein, meine Mutter. Die reine Erpressung ist das, bloß damit ich jetzt schon wieder zu ihr hin muss. Wieso schon wieder? Wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Das weiß ich nicht mehr. Vor 2 Jahren oder so. Aber ich telefoniere ja schließlich dauernd mit ihr. Nein, schmeckt das kreislich, das zeigst. Die 10 Tropfen müssen sie aber noch nehmen. Nein, Fräulein, die nehme ich jetzt gewiss nicht mehr. Wann hat er denn gesagt, dass er kommt? Ich muss jeden Moment da sein. Ja, na gehen Sie jetzt, Fräulein. Sonst regt er sich bloß wieder auf, dass Sie noch da sind. Ja, warum sind Sie nicht gegangen in der Früh, wie er es Ihnen gesagt hat? Was? Ja, gehört Sie das? Am helllichten Tag nackert im Bett umeinander liegen bis um 11. Sie, jetzt langt's aber. Wenn er mich bis um 6 in der Früh bumst, dann darf ich vielleicht noch ein paar Stunden Sie ausschlafen, Sie oder? Sie ist unverschämt, Sie Flitscherl, Sie ausgeschamt. Und da herin möchte ich Sie nicht noch einmal sehen, das sage ich Ihnen, gell? Mein Sohn ist nämlich in festen Händen. Ihr Sohn? Soll ich Ihnen mal was erzählen über Ihren Sohn? Na, das ist gar nicht notwendig, Fräulein. Weil den kenne ich nämlich länger und besser als Sie, gell? Und dass Sie auch bloß eine von denen sind, die wo seine Gutmütigkeit ausnutzen wollen und ihm schön tun wollen, bloß dass bei ihm in der Zeitung stehen. Das sehe ich schon an Ihre ungewaschenen Füße. Blöde alte Geiß. Was? Naus! Hinaus, sag ich. Ach, leck mich doch am Arsch. Hure! Dein schmeckst du recht, Bubi. Ja, Mama. Und Ihnen, Herr Fried, schmeckt's Ihnen auch? Ja, danke. Ausgezeichnet, Frau Schimmelhaus. Ja, das Kalbsgulasch war ja schon die Lieblingsspeise von seinem Vater, von meinem verstorbenen Mann. Und mein Bubi habe ich es auch schon als Kind immer kochen müssen. Das hätte er am liebsten jeden Tag gegessen. Gell, Bubi? Ja. Aber das haben wir uns damals natürlich nicht leisten können. Gell, Bubi? Nein, Mama. Jeden Pfennig habe ich mir einteilen müssen, Herr Fried. Dass ich es wenigstens am Sonntag für meine beiden Männer auf den Tisch habe bringen können, das Kalbsgulasch. Jetzt hör doch einmal auf, Mama. Warum? Du kannst schauen, wenn man kein Geld nicht hat. Oder, Herr Fried? Nein, natürlich nicht. War ein einfacher Trambaner, mein Mann. Einfach, aber anständig. Da brauchst du dich doch jetzt nicht genieren für deinen Vater. Ja, ich geniere mich gar nicht, Mama. Doch, das glaube ich schon. Jetzt soll öfters rauskommen zu mir. Was hat denn das jetzt mit dem Vater zu tun, Mama? Wie der Vater noch gelebt hat, bist du ja auch öfters gekommen. Ja, weil er halt krank war. Ja, ich bin auch krank. Haben Sie noch Eltern, Herr Fried? Nein. Mutter auch keine mehr? Nein, leider nicht. Frau? Ah, jetzt fragt doch die Leute nicht so aus, Mama. Ich bin geschieden. Was, dann sind Sie ja ganz allein. Haben Sie denn jemanden, der bei Ihnen aufräumt und sauber macht? Mama, hörst du aber auf. Ja, warum? Ich könnte mich doch gleich um Herrn Fried auch ein bisschen kümmern, ne? Ja, das fällt gerade noch. Ja, warum denn nicht? Wissen Sie, er tut's ja leicht. Braucht ihm bloß noch einfallen, dass er eines schönen Tages noch heiratet, seine Mona. Dann braucht er überhaupt keine Mutter mehr. Und Gott, wenn die Mona. Was ist denn? Dann bin ich nämlich abgeschrieben, Herr Fried. Ganz allein und einsam. Was ist denn los? Ach, Ihr Flugzeug kommt in einer Viertelstunde an. Ich muss unbedingt rausfahren und Sie abholen. Ja, und was ist mit der Fanny? Scheiße. Soll die vielleicht alleine rausfahren ins Studio? Ach, die sagt doch dir nichts. Komm, gehen wir schnell. Na, aber zuerst mach ich euch nur einen Kaffee. Na, nichts mehr, aber Schluss. Wir müssen zum Flughafen raus. Jetzt geh weiter. Auf Wiedersehen, Frau Schimmelus, und vielen Dank. Ja, jetzt geh weiter. Ja, kannst du doch wenigstens eine Viertelstunde, Bubi? Nein, ich kann jetzt nicht mehr, Mama. Servus. Und wann sehe ich dich wieder einmal? Ich ruf dich an, Mama. Bubi. Was ist denn, Mama? Und mit meinem Herzen wollte ich dir bloß noch sagen, geht's mir schon wieder viel besser. Brauchst du keine Sorgen machen. Geh mal zum Arzt endlich. Ja, das mache ich. Aber nicht zu deinem Viechdoktor da draußen, sondern zu einem Gescheiden. Ich kenne ja keinen Gescheiden. Tausendmal hat er mir schon versprochen, dass er mich einmal anmeldet bei einem gescheiden Professor mit meinem Herz.
kenne da einen jeden, der für irgendwas berühmt ist. Aber seine eigene Mutter ist ihm ja nicht einmal ein Telefonat wert. Besonders ein Monat, wenn sich bloß ein Knägel verstaucht in St. Moritz beim Skifahren, gell, dann muss gleich der Herr Professor Hacketal herkommen. Mit ein bisschen Kopf eben so oder ein Wimmerl im Bauch. Dann schickt es gleich zum Kühnlechner, zur chinesischen Massage. Ach ja, mir soll es ja recht sein, wenn sich zwei Menschen lieben, das ist ja auch was Schönes. Ich hab mir auch gut gefallen, dass mich einer einmal recht verwöhnt. Da war ich bei meinem Mann an der verkehrten Adresse. Liebe in dem Sinn hat es bei uns nicht gegeben. Wir waren halt verheiratet, 40 Jahre lang, nachher ist er gestorben. Und jetzt ist doch irgendwie zu spät für die Liebe. Na, jetzt freue ich mich halt am Glück von meinem Bubi. Seid ihr auch ein schönes Paar. Sie, die elegante Frau, und er, der sie am liebsten dauernd nur auf Händen tragt. Da herrscht eine Harmonie, mein Lieber. Da fällt nie ein böses Wort. Jeder Blick ist da zwischen den zwei von einer solchen Zärtlichkeit und von einer solchen Romantik, mein Lieber. Dass direkt eine Lust ist, wenn man es nur anschaut. Ein Liebespaar ist es, wie aus dem Bilderbuch. Wo warst denn du die ganze Nacht gestern? Ich hab dich jede halbe Stunde angerufen, aber du warst nicht zu Hause. Oder du warst zu Hause und bist nicht hingegangen. Ich hab die ganze Nacht einen Aufzug gemacht, schon her, wie ausschaut. Sag mal, spinnst du jetzt? Du, wenn du meinst, dass du mir jetzt so eine Szene machen musst, dann ist es besser, du gehst gleich wieder da rein und fährst dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Und da bleibst du dann am besten auch gleich. Das ist eine freundliche Begrüßung. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Du brauchst mich nie wieder abholen. Von keinem Flughafen nicht, von keinem Bahnhof nicht, von nie und nirgends. Das mache ich auch nicht mehr, Mona. Das war das letzte Mal, weil so viel Zeit die habe ich nämlich nicht. Ich muss nämlich arbeiten, im Gegensatz zu dir. Ja, dann geh doch, geh arbeiten. Was bist denn dann überhaupt gekommen? Ich kann mir keine Vergnügungsreisen leisten, ich nicht. Wie eine Reise, von der du einen abholst. Das ist schon von vornherein kein Vergnügen. Ich kriege schon sämtliche Zustände, wenn die Maschine 5 Minuten Verspätung hat. 10 Minuten? Schau her, wie ich zieh dich. Ich habe lauter Angst vor deinem Terror. Ja, dann sei einmal in deinem Leben pünktlich, sei ein einziges Mal pünktlich, dann brauchst du nicht zittern. Wo sind die Koffer? Die sind noch drin auf dem Ding. Dann steh nicht blöd rum, hol sie. Komm her, wir stehen nicht blöd rum, hol sie. Du bist wirklich das Letzte. Der Letzte bist du. Servus. Ja, hallo? Du bist ja gar nicht im Studio, Baby. Nein, ich bin nur am Flughafen, aber ich fahre jetzt gleich raus. Was ist los? Ja, der Danny Rosenschitz hat jetzt gerade wieder angerufen aus New York. Und der will unbedingt zuerst nach Innsbruck zu den Krampfadern und dann erst der Hochzeitskutsche, weißt du, was Essen und Telefonaktion. Und was ist jetzt mit der Fanny Kessler? Ist sie jetzt schwanger oder das nicht? Das weiß ich jetzt nicht, da fahre ich jetzt raus. Servus. Playback ab! Arbeiten! Also, jetzt erkläre ich dir das zum letzten Mal, Fanny, ja? Du brauchst mir gar nichts erklären, Chappy, weil... Doch, doch, weil kein Mensch auf der ganzen Welt mit einem Bademantel in der Bademantel steckt. Vielleicht in Düsseldorf schon. Auch in Düsseldorf nicht, denn... Ich zieh mich nicht aus. Ich, Fanny,
Du musst dich ja nicht ausziehen. Nur ein bisschen. Ein bisschen, ja? Wir sind ja von hinten drauf, von hinten. Da sieht man ja sowieso nichts. Pass auf, komm, gib's mir einen Bodemantel. So. Also. Die Gabriele kommt durch die Tür. Sie hat noch geschlafen und ist durch den Lärm, der aus dem Badezimmer kommt, geweckt worden. Jetzt denkt sie sich, was ist das für ein Radau? Geht, die sollen ein bisschen laut was arbeiten da, die Tschuschen. Hey, Annelu! Warte, Annelu! Randy! Und das Playback, bitte. Also, sie kommt herein, schaut, sieht die Tschuschen und denkt, ja, das gibt's doch nicht. Jetzt geht sie näher zum Bodewandel hin. Sieht, dass da schon Wasser drinnen ist und der Schaum. Und jetzt glaubt sie, sie träumt, die Gabriele. Und auf dieser fließenden Grenze, verstehst du, Fanny? Zwischen Traum und Wirklichkeit lässt sie wie träumerisch den Bademantel fallen. Die Tschuschen schauen. Na, schaut. Und du, Liliana, und du. Sie aber realisiert das gar nicht, weil sie will nur hinein ins Wasser. Da will ich hinein, denkt sie. Und dann steigt sie träumerisch ins Wasser. Na und so weiter und so weiter und so weiter. Aber da ist ja dann schon Schnitt, ne? So. Und das machst du jetzt genauso. Nein, ich mach's nicht, Schöppi. Und wieso nicht? Weil es nicht im Drehbuch steht. Ich bitte, pfeif aufs Drehbuch. Wir machen doch sonst auch nicht das, was im Drehbuch steht. Nicht? Die Szene war doch vorher eh so fad. Sei doch froh, wenn man dazu spontan was einfällt. Ja, aber ich zieh mich nicht aus. Ja, und wieso ziehst du dich nicht aus? Du hast dich ja früher auch immer ausgezogen und hast dich nicht geniert. Was? Wo habe ich mich ausgezogen? Dauernd und überall. Nirgends. Und wenn, dann war das motiviert, künstlerisch. Und nicht so ein an den Haaren herbeigezogener Scheißdreck. Zigarettenpause. Servus, Fanny. Servus. Ja, servus, Baby. Du, ich hab dich ja gar nicht gesehen. Bist schon lange da? Servus, Chepi. Machst du was über uns? Du, ich hab deine Geschichte gelesen von der Caroline von Monaco. Also, ich hab mich deppert gedacht. Wie ich sag, das Leben schreibt die besten Geschichten. Im Film, wenn du das machst, glaubt das jetzt kein Mensch. Du, sag mal, was ist denn mit der Fanny? Warum magst du denn nicht mehr ausziehen? Hat die irgendwas? Stalin hat sonst nichts, ne? Seitdem es mit dem Kantner-Schorsch benannt ist und endlich eine Hauptrolle spielen darf, glaubt sie, ist ein Hollywood-Star persönlich. Ne? Ja, logisch, so sind's. So sind's, du. Ich muss mich noch ein bisschen umziehen. Ich komm gleich, dann machen wir ein schönes Foto von der Fanny und von mir und ich erzähl dir ein bisschen was von mir. Ja? Machen wir, Jeppi. Herbi, ja, servus. Bussi. Du, ich muss mich gerade umziehen, ich bin gleich wieder zurück. Warte ein bisschen auf mich. Ja, bitte. Was ist los? Verzeih dir gleich. Ja, also was ist noch? Wissen wir schon was? Ist sie noch schwanger oder nicht, oder was? Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Sigi, geh, komm doch einmal her. Jeppi! Komm, mach gleich mal ein Foto vom Sigi. Du, Sigi, du kannst mir übrigens auch einen Klang gefallen, du. Darfst du das? Ja klar, Baby, alles. Was brauchst du denn? Eine Urinprobe von der Fanny. Urinprobe von der Fanny. Ja, Baby, sehr gern. Ich kann sie ja mal fragen, ne? Ah, nichts fragen, Bech. Fragen kann ich selber heimlich, muss das sein. Du sperrst jetzt das Klo ab, machst das Schild hin defekt. Und ihr, du hast ein paar Jumperl so einen Nachttopf in die Garderobe. Verstehst du? Aha. Ja. Okay, ja. Heimliche Urinprobe. Aber was will der? Urinprobe? Ja, spinnt denn der? Ja, offenbar hat er den Verdacht, dass sie schwanger ist. Die ist nicht schwanger, sagst du ihm. Ich weiß, Herr Kanter, das habe ich ihm auch gesagt. Aber er glaubt's nicht. Der schnüffelt hier überall rum und fragt die Leute aus. Schmeiß ihn raus aus dem Studio. Nein, nicht rausschmeißen. Was? Nicht rausschmeißen, dann wird doch die Geschichte für ihn noch interessanter. Der Sigi soll nur verhindern, dass der Baby mit der Fanny direkt redet. Die Urinprobe soll er ihm auf jeden Fall geben.
Ja, wieso? Wie? Was? Das ist doch kein Problem, man soll halt selber reinschiffen. Ah ja, genau. Hast du das gehört, Sigi? Schiff selber rein. Jawohl, Herr Kanter, mach ich. Düsseldorf, 4.16, die 26. Playback! Action! Da, schnell, steck's rein. Du hast nichts gemacht? Ja, so, wie du gesagt hast, ne? Ja. Genau so. Genau so, ja. Da, da, da. Den Mantel auf! Den Mantel auf! Holst ihn den Mantel aus! Ja, genau so! Ja. Nein! Du nicht im Nachdem! Wer hat dir das Hemd anzogen? Wer hat dir das Hemd anzogen? Nackert, hab ich gesagt! Jetzt der Schluss! Was sagst du jetzt? Ich halte es nicht aus. Öffnen Sie den runden Klarsichtbehälter in Klammern Urinbox. Nehmen Sie den Ständer heraus. Was? Ja, Entschuldigung, so heißt's da. Aha. Entnehmen Sie nun das Röhrchen und klopfen Sie eventuell am Stopfen haftende größere Teile der Testsubstanz. Ja? Herr Walter, Kruzifix ist ja gleich sexy. Ja, Herr Hamstengel. Vorsichtig herunter. Vorsichtig? Ja, das wissen wir, dass das gleich sechs ist. Wir haben es ja gleich, jetzt warten Sie noch einen Moment. Nein, jetzt warte nicht mehr, ich warte keine Minute mehr. Und wenn in 5 Minuten der Text da ist und die Fotos, dann drucke ich oben die Leisten mit seinem Kasperlkopf und drunter drucke ich weiß, eine halbe Seite weiß, damit ihr es wisst. Bin doch nicht euer Bummel. Er hat es ja schon geschrieben, Herr Hamstengel, er schreibt es ja schon, jetzt sind Sie halt nicht so stur. In 5 Minuten kriegen Sie es, ich schwöre es Ihnen. Saugen Sie mit dem Typchen etwas Urin aus dem, wenn nötig, etwas schräg gehaltenen, schräg gehaltenen. Machst du das gleich selber? Urinbecher. Üben Sie zunächst über dem Urinbecher das Abmessen von 5 Tropfen Urin durch vorsichtiges Zusammendrücken des Tüpchens. Etta! Ein Moment! Etta Sexis! Ja, habt ihr nicht irgendwas wenigstens, ha? Eine Überschrift, das war doch schon mal was. Haben wir schon Überschrift, Baby? Nein, haben wir noch nicht, aber gleich werden wir auch nicht haben. Haben wir gleich, Herr Hamstengel. Wenn es nur einen Moment dranbleibt, dann sag ich es einer gleich. Geben Sie dann genau 5 Tropfen Urin in das Röhrchen im Ständer und verschließen Sie es wieder mit dem Gummistopfen. Und schwenken Sie es kräftig hin und her. Kräftig. Bis die Testsubstanz vollständig gelöst ist. Und dann stellst du das Ding wieder zurück in den Ständer. Und dann? Dann ist scheiße. Warum? Dann musst du 2 Stunden warten. Wieso? Hier steht's, nach 1,5 bis 2 Stunden können Sie das Ergebnis ablesen.
Scheißdreck. Herr Hamstengel, jetzt glaube ich, jetzt dauert es doch noch ein paar Minuten länger mit der Überschrift. Ich rufe Sie dann gleich zurück, wenn wir es haben. Gelegt Sie doch am Arsch. Tja, Fanny Kessler hat ein süßes Geheimnis, kannst du jetzt ja wohl nicht mehr drüber schreiben. Na, nicht gut. Zumindest heute noch nicht. Was haben wir gestern gehabt? Caroline im Bett, nicht wählerisch. Also, da haben wir es doch schon. Edda, schreib. Fanny zieht sich für Jeppe nicht mehr aus. Ausrufezeichen. Wo bleibt da das süße Geheimnis? No, Moment, das kommt doch jetzt gleich. Hat sie ein süßes Geheimnis? Fragezeichen. Aha. Toll, Baby. Sehr gut. Nein, gut ist nicht. Besser wäre gewesen, Fanny schwanger, Kanter sauer, Millionenserie geplatzt. Das wäre sehr gut. Ja? Ist da das Büro schimmerlos? Ja, wer spricht denn? Das tut nichts zur Sache. Ist der schimmerlos da? Wer spricht denn bitte? Ob er da ist, möchte ich wissen. Wer ist denn das? Na, der Herr Schimmerlos ist leider momentan nicht da. Mit wem spreche ich denn? Das tut nichts zur Sache, aber richten Sie ihm Folgendes aus, und zwar heute noch. Ein falsches Wort, wenn er schreibt über Frau Fanny Kessler, dann passiert ihm ein größeres Unglück. Wie bitte? Und zwar ein solches, dass er nicht überlebt, die Drecksau. Das sagen Sie ihm. Hey, hey, hey. Edda, schreib. Neue Überschrift. Fanny schwanger, Kanter sauer, Millionenfilm geplatzt. So, jetzt bin ich froh. Bin nur froh, wenn sie mir vorbei ist. Bei ihm die Zeit hat er dann meistens das Schlimmste schon hinter sich, der Bubi. Seine Reportage hat er geschrieben, Zeitung wird gedruckt. Jetzt kann ich erst einmal ein bisschen verschnaufen. Und die Zeit geht er dann meistens nur auf einen Sprung hinauf zu seiner Chefin, zur Frau von Unruh, der wo die ganze Zeitung hört, setzt sich gemütlich mit ihr hin und da besprechen sie dann alles, was so war und was so ist und was weiter so sein wird. Naja, die große Linie halt. Sitzen die beiden dann oben in ihrem schönen Büro vor dem Kaminfeuer in der blauen Stunde und trinken ein gutes Glas Wein und tun sich entspannen. Die Sorgen des Alltags treten langsam in den Hintergrund. Und dann, sagt der Bubi, kann es oft sein, dass sich ein gepflegtes Gespräch entwickelt, das schon mehr ums Allgemeine kreist und darüber hinaus die große Politik. Und die Umstände und das Unglück, was der Menschheit hat, in der spätkapitalistischen Industriegesellschaft. Danny, das ist mir scheißegal, ob das dem Gary so passt oder nicht. Wir haben das ja morgen früh alles so organisiert, mit der Hochzeitskutsche, dem Weißwürst und der ganzen Telefonaktion und dem Scheißdreck. Und das bleibt da so. Und wenn dir das nicht passt, dann kannst du mir am Arsch lecken. Du mich auch und wie? Dann mache ich nämlich die Story nicht mit euch in München. Da fahre ich mit dem Gary nach Wien und mache die Story mit der Kronenzeitung. Danny, pass auf. Du kannst das gern tun, aber das, wenn's tust, dann schreibe ich, dass er schwul ist, der Gary, und drogensüchtig und dass er Kram fordern hat, alles. Ja, und jetzt? Jetzt hau ihn in die Pfanne. Na, wer das Joschan, wo er hinkommt mit seiner Einschaltquote, der Strichbohr, der kokainistische. Mein lieber Baby, es geht doch jetzt nicht darum, wie schaden wir denen. Das können wir später immer noch, wenn wir es wollen. Es geht jetzt darum, wie nützen wir uns. Ich meine, der Zeitung, unseren Lesern. Na, scheiß Leser. Die lesen doch lieber, dass er einen Krampfadern hat, als wir, dass er Weißwürst frisst. Nein, mein Lieber, also so einfach können wir uns das nicht machen. Ja, wieso nicht? Sie rufen jetzt einfach den Krampfadern-Professor, den Androsch, an und sagen, unser Armee kommt nicht. Und wenn dann die Kronenzeitung daherkommt und ihm den Gary unterjubeln will, dann soll er einfach keine Zeit haben, der Herr Professor. Mein lieber Baby, ich kann doch Professor Androsch nicht in Ihre schmutzigen Geschichten verwickeln. Ja, Sie kennen den doch. Kann man denn mit dem nicht normal reden, oder wie? Ja, aber so doch nicht. Der Mann ist eine internationale Koryphäe, der schwebt doch in ganz anderen Sphären. So. Ja, ja.
Bei dem stehen die Leute jahrelang Schlange. Und nicht nur irgendwelche amerikanischen Serienhelden, sondern der Scheich von Bahrain, die Begum, Beckenbauer, Karajan, Genscher, Bohlen Halbach, Ton und Taxis, Fischer Dieskau, Mutter Teresa, Henry Kissinger und der Papst. Wollen Sie mal meine Beine sehen? Was? Hier. Halten Sie mal. Was Sie hier sehen, sind doch tadellose Beine, oder? Ja, sehr schön. Ja, jetzt. Aber vor einem halben Jahr noch, da waren da überall fingerdicke Wülste, blau und rot, mit altem Blut gefüllt. Mal ist mir so eine Ader geplatzt, so eine Außenstehende. Ausgesehen habe ich wie meine eigene Putzfrau. Und niemand konnte mir helfen, niemand. Da hat mir Bucerius den Androsch empfohlen. Er hat ein Mittel reingespritzt, Ader verödet, kleinen Schnitt hier, kleinen Schnitt da, kleinen Schnitt im Schritt. Naja, das können Sie jetzt nicht so gut sehen. Altes Blut rausgequetscht, Ader rausgezogen, fertig. Aha. Ja, ja, der Mann ist ein Genie. Und ich habe mich persönlich bei ihm mit meinem ganzen Prestige, meinem gesellschaftlichen Background und meinem Charme dafür eingesetzt, dass er ihren blöden Ami überhaupt empfängt. Und so will ich das morgen auch haben. Kutsche, Weißwürste, Telefonaktion und hier in München, in meiner Zeitung und exklusiv. Ah, telefoniert. Mit wem telefoniert er denn so lange? Mit wem hat er denn so Wichtiges zu besprechen, Herbie, hä? Kann ich hier vielleicht mal Licht machen? Nein. Ist das sein Smoking? Mit einer Frau telefoniert, da gibt's doch zu. Und was für eine Frau denn immer, Mona? Mit der Frau, die in der vergangenen Nacht hier in dieser Wohnung war. Mona, er telefoniert nicht mit einer Frau, sondern mit einem schwulen New Yorker Agenten namens Danny Rosenschiff. Und wer war denn die Frau? Mona, hier war keine Frau. Die einzige Frau, die hier war, war seine Mutter. Ah ja? Und die hat lange blonde Haare? Und benutzt Tampax? Und nimmt Opium von Yves Saint Laurent? Ja, vielleicht. Ah, Baby, ich bin's. Du, wir wollten uns doch immer die Wahrheit sagen, gell? Du, Mona. Mona, mir pressiert's wahnsinnig. Ich muss mit New York telefonieren. Komm, leg auf, geh aus der Leitung, hab jetzt keine Zeit. Doch, du, die Zeit musst du jetzt schon nehmen. Na, wieso? Ja, weil du mich betrogen hast, Baby. Die Mona, so ein Schmarrn. Na, du brauchst mich doch jetzt nicht anlügen. Schau, ich weiß, dass in der vergangenen Nacht hier in der Wohnung eine Frau war, mit der du geschlafen hast. Ich find's ja auch weiter gar nicht schlimm, weißt? Ich finde nur schlimm, wenn du mich belügst. Das wäre nämlich dann für mich das Ende unserer Beziehung. Mona, jetzt reg dich nicht auf und steige dich nicht künstlich in irgendwelche Vermutungen, ne? Wieso? Ich bin ganz ruhig. Ich reg mich überhaupt nicht auf. Schau, für mich ist das alles nur eine Frage der Selbstachtung, des gegenseitigen Respekts. Ich will nur die Wahrheit hören. Und zwar aus deinem Mund. Und dann ist doch alles wieder in Ordnung. Ui. Ach, Mona, jetzt hör halt auf. Können wir denn doch nicht später drüber reden? Nein. Ich will es jetzt wissen. Wer war's? Mona. Wer war es? Die kennst du nicht. Irgendein Madel halt. Und wie war's? Okay, Mona. Was sagt er? Kannst du sagen? War's gut? Nix, fad was. Wie soll dies mit so jungen Madeln? Ach, so ein Junge war's. Wie alt war der denn? Ich weiß nicht. 19 oder 20 oder was. Was weiß denn ich? So, das ist jetzt das Ende, Herbie. Quatsch, wegen so einer dummen Bettgeschichte da. Nein, nein. Das Bett, weißt du, das war ja das Einzige, was uns zwei überhaupt noch zusammengehalten hat. Ach so. Ganz eiskalt hat es zugehen. Der macht sich ja nicht immer mehr die Mühe, mich anzulügen. Jetzt kann ich mir genau ausrechnen, was mir in Zukunft so bevorsteht. Die 19-Jährige. Nein, nein. Da mach ich nicht mit. Das lasse ich mir mit Sicherheit nicht gefallen. Dieses Schwein, das ist gemein. Du, Mona, ich muss jetzt weg. Wir müssen zum Ministerpräsidenten. Willst du nicht mitkommen? Ja, ja, geh du nur vor. Ich komme dann später noch. Kommst du wirklich? Ja, ja. Bitte,
Jetzt komm halt, Schorschi. Und in diesem Moment landet auch unser Ministerpräsident, die Schirmherrschaft für diesen schönen Abend zu übernehmen. Was? Man hört nichts? Meine Damen und Herren, ich höre gerade, man hört nichts. Hat sich das wiederholt? In diesem Moment landet gerade unser verehrter Herr Ministerpräsident und die Schirmherrschaft für diesen schönen Abend. Was? Man hört nichts? Ich selber höre auch nichts. Überhaupt nichts? Nein! Meine Damen und Herren, jetzt hört überhaupt niemand mehr was, wie ich gerade höre. Ich gebe das. Bitte? Nein, man hört immer noch nichts. Doch, der Ton ist da. Gott sei Dank. Vielleicht können wir ein Wort des Herrn Ministerpräsidenten. Herr Ministerpräsident. Nein, tut mir leid, jetzt keine Interviews. Bitte keine Interviews. Jetzt gehen Sie mal weg da, Mensch, und lassen mich ran. Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren. Eben begrüßte unser Herr Ministerpräsident Frau von Unruh, die Verlegerin der Münchner Allgemeinen Tageszeitung, sowie Münchens mächtigsten Medienzahn Dr. Gregory Wiener, der seinerseits Frau von Unruh begrüßt und die bezaubernde Gräfin Waldburg, verehelichte Baronin Perfall, die jetzt hinter unserem verehrten Herrn Ministerpräsidenten über den roten Teppich hinauf emporschreiten, während unten schon die nächsten Gäste. Ah, da sehe ich schon den Rolls-Royce von Georg Schorschikanter, Münchens erfolgreichsten im Filmproduzenten, und an seinem Arm Fanny Kessler. Fanny Kessler, der strahlende Star von Schorschikanter. Das neue Multimillionenserie Düsseldorf. Ein schönes Paar, die beiden, und ein schöner Abend hier draußen im Herzen unserer Millionenstadt zu Füßen der Bavaria. Es ist eine wunderbare Stimmung und eine Atmosphäre, wie wir sie ganz selten noch gehabt haben. Es ist eine sternklare Nacht. Die bayerische Schutzbahn. Warum in der Wüste, Benni? In einem koscheren Delikatessenbar. In Taj Mahal, Ecke 23. und Central Park West. Da hat er sich aber verleugnen lassen, die Saudi-Linke. Guten Abend. Weil zuerst hat es geheißen, er ist da, dann haben sie gefragt, ja, ich bin, und dann war er auf einmal nicht mehr da. Ja, und kommt er nur oder nicht? Ich habe gesagt, sie soll ihm ausrichten, er kann mich noch 2 Stunden erreichen. Und wenn ich nichts mehr von ihm höre, dann schreibe ich heute Nacht noch die Geschichte über ihn und den Gary und Chips in der Morgenausgabe nach. Guten Abend. Was recht zahlt, Mona? Erstaunlich ruhig, also. Eher ein bisschen zu ruhig. So. Guten Abend. Hey, Start, dummer Vogel. Du hast doch mit dem Fernsehen unser Bubi. Bubi. Mein Bubi. Das ist ein Wort, Herr Dr. Böhmer. Mein Bubi ist im Fernsehen. Hallo, Baby. Ich muss Ihnen was sagen. Soeben kreuzt mich Herr Schimmer los, der sich gerade mit Herrn Wiener begrüßt und der natürlich an einem Abend wie dem heutigen nicht fehlen darf. Was wäre unsere Gesellschaft ohne ihn, den Chronisten, den Darling der hier versammelten Prominenz, den vielgeliebten, dessen spitze Feder, aber auch viele fürchten hin und wieder davon aufgespießt werden. Ein Mann wie er, der die kleinen Schwächen, die kleinen persönlichen Laster und Leidenschaften von so vielen der hier Versammelten kennt, hat natürlich nicht nur gute Freunde, wie man sich denken kann. Herr Ministerpräsident, ich habe dem Bürgermeister von Wien ausdrücklich gesagt, da ist er ja. Du Baby, bleib einmal da. An Abenden wie diesen, meine Damen und Herren, ist aller Zank und Hader vergessen. Die Anspannung des Tages fällt einfach ab von uns im Zauber dieser friedlichen Nacht. Auch ich bin ganz verzaubert. Wohin ich sehe, nur zufriedene Gesichter, strahlendes Lächeln, heitere Gelassenheit. Ich meine, dass diese traumhafte Nacht uns alle irgendwie zusammenzaubert, schweißt zu einer einzigen. Wir warten dringend einen Anruf aus New York, wenn er kommt, dann geben Sie bitte gleich Bescheid. Jawohl, Herr Schimmerlos. Vielen Dank. Sag einmal, was schreibst denn du für einen Scheißdreck? Wieso? Passt dir was nicht, Schorschi? Du bist der richtige Drecke der Ratten, bist du. Halt du doch deine Goschen, du Rosazentenschneuender. Schorschi, halt dein Flitscherl zurück, weil sonst kriegst du bloß noch eine Fehlgeburt. Und das war nicht, sage ich dir. Wenn du meinst, du kannst mir da drohen mit anonymen Anrufen und so, dass die Fall sauber brennt, du Reserve-Mafioso. Da bleibst. Magst du was? Jetzt mach ich dich fertig, Baby. Das probierst, Schorschi. Jetzt hau ihm nieder, Schorschi. Oh, Entschuldigung. Ja, guten Abend, Herr Schimmerlos. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Guten Abend. Darf ich vorstellen?
Frau Fanny Kessler, Herr Georg Konter. Aha, aha. Gerade lese ich, Sie kriegen ein Kind. Gratuliere. Danke, Herr Ministerpräsident. Ich freue mich auch schon sehr. Ja, guten Abend, Herr Kanter. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Jetzt sagen Sie mir mal, was macht in so einem Moment ein Filmproduzent, wenn er hört, dass seine Hauptdarstellerin plötzlich schwanger wird? Ja, pleite. Also, kommen Sie, Herr Kanter, kommen. Gell, du meinst, du bist der Größte, Baby. Kann ich jetzt mit Ihnen reden, Baby? Na klar. Irgendwann wirst du mal dafür büßen müssen, was du den Leuten dauernd antust. Naja, ich schreck dann in schönen Umwelt. Moment, bitteschön, die Einladung. Ich hab keine, die hat mein Mann. Und wo ist Ihr Mann? Der ist schon oben, der Herr Schimmerlos. Ach so. Was haben Sie denn da in der Tasche? Ein Messer. Wollen Sie jemanden umbringen, gell? Ja. Bitteschön. Erbi, Mann, wo ist er denn? Du, da oben irgendwie. Entschuldigung, Mona, ich kann jetzt nicht. Stehen bleiben, stehen bleiben. Jetzt kommt noch die Farbe. So, ein bisschen enger zusammen. Ruhmeshalle der Bavaria kommen gerade Herr Wiener und Herr Schimmerlos auf mich zu, beide in ein intensives Gespräch vertieft. Ohne Zweifel werden hier die Weichen für eine neue Medienpolitik gestellt, meine Damen und Herren. Ich werde mal versuchen, mich anzupirschen. Und vielleicht können wir ein paar Insider-Informationen aufschnappen. Zeitungen werden sterben über kurz oder lang. Wer liest heutzutage noch? Unsere Kinder sind schon lauter Analphabeten. Wenn sie jetzt ins Kabel einsteigen, dann sind sie der Mann der ersten Stunde. Ja, ich werde mir's überlegen. Warten Sie einen Anruf und noch einen Vorschlag möchte ich Ihnen machen. Schreiben Sie mir ein Buch über München. Wer ist? Who is who in München? Das möchte jeder lesen. Auf jeden Fall die, die drinstehen. Schreiben Sie die obersten 10.000 hinein und schon haben Sie 10.000 verkauft. Glauben Sie mir, machen Sie das. Das wird ein Hit. Erwarten Sie einen Anruf? Frau Graf, ist der Erwin da? Ich habe doch den Video von meinem Bubi geschenkt gekriegt. Und jetzt ist im Fernsehen der Bubi und jetzt kann es nicht. Kann er nicht schnell rüberkommen, der Erwin, und mir das richten? Bubi! Was? Was muss ich machen? Gnädige Frau! So schön und so allein ist die Ende. Sie haben ja gar nichts zu trinken, Herr Ober. Haben Sie vielleicht den Baby gesehen? Ja, natürlich. Ich habe gerade mit ihm geredet. Er muss irgendwo oben sein. Da oben, wo beim Ministerpräsidenten. Okay. Ein bisschen nervös ist er mir vorgekommen, ein bisschen unkonzentriert. Ist was, Vater? Was geht's Ihnen nicht gut? Ein schöner Abend ist es heute. Finden Sie nicht auch, Gregory? Hm? Was ist eigentlich der Anlass? Anlass? Heute? Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht. Ich glaube eben, weil es ein schöner Abend ist. Man sieht sich, man spricht sich, alle sind da. Ja, natürlich, danke. Also oben ist er, der Baby, danke. Wo muss ich drücken? Wo? Ich hab überall gedruckt, wo es noch gerade geht. Power habe ich gedruckt, Kassetten ist drin. An habe ich gedruckt, Rekord habe ich gedruckt und laufen tut der Video auch. Aber
Der Fernseher geht nicht gescheit. Es sind lauter Streifen drin. Was? Was denn? Am Kanal? Was für ein Kanal? Am Fernseher? Da ist kein Kanal. Und der Knopf ist auch nirgends. Ich hab eine Fern. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran. Bleiben Sie noch auf mit uns. Feiern Sie mit zu Hause an den Schirmen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen genau. Fried, lassen Sie doch den Quatsch. Also ein kleiner Schnitt hier, ein kleiner Schnitt da und ein kleiner Schnitt im Schritt. Naja, das können Sie jetzt nicht so gut sehen. Altes Blut rausgequetscht, Adern rausgezogen, fertig. Ja, ja, ich habe auch schon davon gehört. Die Wolgarow-Methode ist das, nicht wahr? Mhm. Ja, aber das wissen Sie schon. In 2 Jahren kommt das wieder und da können Sie noch einmal 25.000 Mark zahlen. Sehen Sie, bei den Naturvölkern, da ist das anders. Ich habe da letzthin in Südafrika einen Medizinmann kennengelernt. Einen Wüden, wenn man so will, so einen richtigen alten Neger. Wissen Sie, wie der das gemacht hat? Verzeihung, hey. Herr Ministerpräsident. Verzeihung. Entschuldigung, bitte einen Augenblick. Ja. Die Herrschaften hier und unsere Zuschauer zu Hause vor den Schirmen warten alle auf ein Grußwort von Ihnen, Herr Ministerpräsident. Wenn Sie es bitte jetzt machen könnten, dann können wir dann jetzt hier das Buffet eröffnen. Es wäre nämlich schon eingeleuchtet. Selbstverständlich. Was war gleich wieder der Anlass heute Abend? Ja, so allgemein, schöner Abend und so. Wo, sage ich's? Da unten auf der Treppe. Gut. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten wird unser verehrter Herr Ministerpräsident ein Grußwort an Sie richten. Was ist denn los? Hallo. Wir sind alle schon sehr gespannt und auch Sie zu Hause können es sicherlich kaum noch erwarten, bis unser Landesvater dem, was wir heute Abend hier gemeinsam erleben dürfen, die Kraft seines gesprochenen Wortes den bleibenden und gültigen Ausdruck verleihen. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Machen Sie es sich im Sessel bequem. Genießen Sie mit uns diesen Augenblick, von dem ich sagen möchte, verweile doch, du bist so schön. Ja? Wen bitte? Moment. Herr Schimmerlos. Ja, Danny? Was? Wer ist dran? Frau Graf? Ja, grüß Gott, Frau Graf. Nein, das macht nichts. Was ist denn los? Was ist, meine Mutter? Ja, das gibt's ja nicht, Frau Graf. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja Mutter. Mutter ist tot. Was? Liebe Festgäste, meine Damen und Herren, liebe Münchnerinnen und Münchner. Liebe Festgäste, meine Damen und Herren, liebe Münchnerinnen und Münchner. In unserer schönen bayerischen Landeshauptstadt wohnen außer rund 1,5 Millionen Personen
noch mindestens 1500 Persönlichkeiten, von denen ein Großteil sich hier heute Abend eingefunden, aus gegebenem Anlass und sich gut gelaunt versammelt hat. Wir haben allen Anlass und dürfen guten Gewissens guter Laune sein, denn wir haben an diesem Tag, der hier seinen feierlichen Abschluss findet, alle miteinander was geleistet. Das Jahr hat bekanntlich 365 Tage. Aber 365 Tage jedes Jahr kann man natürlich nicht feiern, nicht einmal wir hier in Bayern. Aber jeder Tag ist ein Tag unseres Lebens, an dem wir leben und leben lassen, jedenfalls bei uns hier in Bayern. So, jetzt werde ich mich aber kurz fassen, weil man mir gesagt hat, bevor ich hier nicht abschließe, kann das Buffet nicht eröffnet werden. Deshalb sage ich und sage mit Goethe, Tageslasten, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste. So, wo ist jetzt hier das Buffet? Was mit dem Schimmer los? Geht's ihm nicht gut? Er sollte auch was essen. Essen's was, trinken's was, jeder Tag kann der Letzte sein. Thank you.